Mal eben 600 Leute und was ist daran nicht normal? Vor allem, das sind safe nur Amerikaner und die Hälfte davon sind auch Deutsche, die das gerne noch spielen, ne? Und wie toll wird das Spiel noch werden? Noch eine Stunde, ich glaube, ich spiele das noch bis 20:15 Uhr. Um 20:15 Uhr will ich kurz was machen und dann will ich Need for Speed machen. Machst du mit wieder? Das ist Maurice wichtig, ne? Das ist hier besonders wichtig. Geld sammeln. Bist du geldgierig? Wir sammeln auch in der Forst. Achso, diesen Supermutant, der mich angegriffen hat, ne? Ich habe ihn einfach durch meine Wand gekillt. Ah, er liegt da wahrscheinlich noch rum, kannst ihn dir gerne holen. Das war der mit diesem, der rumspringen kann, ne? Ey, jetzt lag das schon wieder, ey. Nee. Ey, nee, hör auf zu laggen. Ey, hier ist ein Totem. Verpisst euch mit eurem Totem. So. Ah ja, ich laufe hier so One-Shot rum. Ich glaube, du auch, oder? Ey, wie habt ihr den Toten hier in mein Haus geschafft? Ihr hässlichen Scheiß-Drecksäcke. Wir haben es irgendwie geschafft, hier in meinem Haus ein Scheiß-Totem reinzubauen, obwohl die hier nicht mehr rein können. Findet den Fehler. Nee, das ist leider nur dein Fehler, ne? So, ich baue mir jetzt ein Lagerfeuer. Ey, hallo, Lagerfeuer. Erstmal ein kleines. Oh, erstmal so. Wow. Ich habe meine Kettensäge an. Oh, wir müssen unbedingt jetzt erstmal diese paar Tier-Dings Totems abbauen, ne? Ist doch bei dir, in deiner Wand. Hängen welche. Mach ich gerade weg. Hey, wo kommt ihr alle her? Hm? Wo denkt ihr, kommt ihr alle her? Aua, ich bin tot, ich bin tot. Danke. Maurice, kannst du bitte kommen? Ey, ich habe sogar bitte gesagt. Das ist nett. Nettigkeiten ist ein. Ja, bitte. Ey, du wärst wenigstens nicht jedes Mal angegriffen, wenn du weg, wenn man weg ist. Ey, wer kriegt von uns die meisten Kannibalen ab? Ich. Ich gerade am meisten. Da laufen zwei Kannibalen rum und ich sehe die nur, weil die an meinem Haus irgendwo sind. Ey, ich will jetzt dieses Lager irgendwann mal finden von diesen Hurensohn. Aua, ey. Ah, du willst Rache? Ah, du willst Rache? Du willst Rache? Siehst du die da vorne? Die kommen da. Boah, nein, nein. Nein, verpiss. Tschüss. Ich komme später wieder. Ich komme. Ah, jetzt sagst du, er sagst auf Wiedersehen, Kannibalen. Aua. Ich bin auch tot. Ich werde jetzt zerfleischt. 2 Tage hat dieser Typ gehalten. Jetzt muss ich einen neuen spielen. Egal, hier ist wieder Nahrung drin. Es war ein Rüstlager, aber egal. Nehme ich mir einfach mal mit.
Ey, ich bin im Flugzeug getaucht. Das sind dann so gesagt unsere. Alles was. Ja, okay, aber wenn du draußen warst, brauchst du nicht drin sein. Ich habe ein Bauhaus angezündet. Du verbrennst dich gerade nicht ernsthaft selbst. Meine Sachen! Wie sind die schneller? Wie? Teufel! Ey, immer diese Stewardessen-Kleidung. Digga. Wir machen mal einen Deal, verpisst euch. So. Eigenes Fundament, was? Ja, ich lage erstmal die Stöcke, dann habe ich wenigstens noch genug. Genug. Okay, ich muss ich stelle jetzt mal hier einen Tag. Bist du ein Psychopath geworden? Vielleicht, das hört sich ja sehr beruhigend an. Frage ist, wo kommen die ganzen Hurensöhne her? Ganzen Hurensöhne? Ja, bei mir irgendwo unten, ne? Ja, wo es runter geht, Richtung Da, wo die Äste sind, ne? Ey, hier sind neue Äste gespawnt. Ja, haltet euer Maul. Ich will euch nicht mehr sehen. Ihr kotzt mich an. Oris kotzt den Skyrim auch an. Ihr könnt ihn gerne holen, wenn er euch ankotzt. Wollen Sie wohl kommen? Ah, dann wird es wieder ein Großangriff und wir beide müssen kämpfen, um überleben, oder was? Ah, da kommen wieder welche aus deiner Ecke Seite diesmal. Ich bin erstmal bin ich safe. Lecker. Oris. Ich habe einfach gerade einen Fuß an einem Hängeklingender da Hängeständer da gehalten. Irgend Ist doch lecker. Und es ist sehr vegan. Wusstest du das nicht? Ah, du wunderst dich auch immer, woher die kommen. Oh, keine Ahnung, wo die mal herkommen. Na, warte kurz. Mann, Maurice! Hast du dich gerade erschrocken? Ich komm schon. Ich komm, geh einfach in dein Haus, da kommen die eh nicht rein. Hast vergessen, ich habe das ausgemacht, dass sie hier reinkommen. Du musst ja erstmal da drin bleiben, ne? Na gut. Das sind ein paar. Hier ist auf, raus hier! Reicht das? Ja, dann müssen wir mal zu mir nach Hause, das sind sehr viele immer. Ja, Boris, kannst du bei mir zu Hause farmen? Da sind so ein Stück. 8000, Mann. Geschätzt wortwörtlich 8000. Ja, 8000 Mann, weil die hier irgendwo ihre Scheiße bauen. Ich glaube, ich baue auch mal kurz hier drin Toten so eine Lichterkette rein. Kann man das so nennen? Lichterketten?
Das Glück, dass sie mich noch nicht gesehen haben. So. Und dann hier will ich auch noch rein. Hill? Wo ist die einer dieser Toten? Hat gerade Hill gemacht. Digga, sind das Ureinwohner oder nicht? Jo, was seid ihr für Viecher? Bist du draußen? Na gut, bleib erstmal draußen. Ich sagte dann gut, bleib erstmal draußen vor allem, ne? Ich sag gut, bleib erstmal drin. Egal, jetzt ist es zu spät. Ich werde das wahrscheinlich von dir Firma erstmal hören, oder? So, aus dem Rest habe ich schon eine Idee, was ich daraus baue. Oh, ich habe wieder zum Glück ein paar Sodas am Start. Passen eigentlich alle da rein noch? Ach, ich glaube, da passen keine mehr rein. Ich glaube sogar, das sind die letzten. Ja, da passen keine mehr rein. Okay. Rein theologisch brauche ich noch einen Stein. Noch einen Stein-Dings. Steinhalter. So, hier. Steinlager. Nur weil das so dunkel ist, hasse ich es irgendwie mehr. Bist du draußen oder noch drin? Ey, ich höre Mutanten. Ey, wieso kriege ich das immer das Brutalste ab von denen? Bei dir ist jetzt so noch geht's so. Bei mir kommen die direkt so mit Mutanten. Was ist das hier? Rüstung. Ich bin einer von euch, vertraut mir, ich bin einer von euch. Ich sehe aus wie zwar ein ganz normaler Mensch, aber ich bin einer von euch, vertraut mir. Ich glaube, die wollen uns tot sehen. Lecker. Lecker, lecker. Kletterseil. Eine Signalflagge ist was? Holzziel? Baumharzsammler. Sollen wir losgehen? Dann nachher? Also nächsten 2 Tagen? Also jetzt nicht in echten Tagen, sondern wenn es endlich, wenn sich dieser scheiß Kriegssturm hier gelegt hat mit den Viechern, die hier draußen auf uns warten. Ich habe meinen Molotow und meine Bombe bereit. Molotow. Bauen wir erstmal ein paar Molotows. Was? Also, wo sind die denn hin? Ich höre Mutanten. Wo sind die hin? Okay, ich glaube, in einem Tag muss ich sogar noch das Baumhaus fertigstellen. Ich baue da drin, baust du da drin eigentlich bei dir auch so Knochenlampen auch auf? Nochmal, damit's. Also hinten macht es mir ja nicht so viel aus, dass es so dunkel ist, ne? Weil ich muss hier hinten echt. So. Zack. Moritz, komm zu mir rein. Komm rein, hier ist sicher. Yeah, safe. Oh Gott, er kommt. Nicht nur ein Mutant, ne? Warte mal, Moritz, ich sichere den Haupteingang für dich. Falsche Idee, geh nicht raus. Kannst hier drin gerne dein.
Ah, hier, ich mach dir kurz Essen. Ich mach dir kurz Essen. Ah, hier. Ich hab keinen Hunger aus. Nochmal kannst du hier was essen. Ich habe genügend Essen noch für mich, aber nur noch das. Warum machst du für mich? Ja. Ah, entweder du laufst jetzt da durch, springst auf diesen Stein und springst über meine Mauer. Würdest du sogar schaffen. Und jetzt lauf. Hier sehen Sie einen Zombie-Army 1278. Er lauft! Er lauft um sein Leben! Kann sein, dass unsere Mauern ein bisschen zu nah aneinander stehen? Kann sein, ne? Soll ich nochmal schnell speichern oder erstmal warten noch nicht? Digga, bei mir ist der Mutant, ich weiß. Oh, hi. Du hast... Hat dir jemand schon erzählt, dass du 4 Arme hast? Ja. Ja, jetzt zwingen die hier auch dieses Spinnvieh. Danke. Ich werde gerade überrannt. Ich werde überrannt. Ore, ore, ore. Ore, ore, ore. Ore, du, du. Maurice, die wissen noch nicht mal, was chillen heißt. Die greifen uns einfach instant an. Das ist deren Bestimmung. So, ich habe ein Haus ein bisschen mehr beleuchtet. Ore, ore, ore. Ore, ore, ore. Ja, beruhigt euch schon mal draußen. Können Sie, wissen Sie nicht, was das Beruhigen heißt? SOS Affenalarm. Wir passen gut auf, weil wir scheiße sind. Ein Pfeilkorb kann ich gut auch in mein Haus haben, oder? Obwohl, nee, ich brauche den ja noch nicht. Noch habe ich ja keinen Pfeil. Ey. Bogen. Okay, Bogen habe ich schon. Pfeil brauche ich. Digga, könnt ihr... Ja? Bei dir ist es an. Du musst es bei dir ausmachen. Ja, ich hab's ausgemacht. Hier steht sogar... Zerstören... Hier steht sogar, Zerstörung von Gebäuden ist aus. Ihr werdet brennen. Kommt her, ihr werdet brennen. Ihr werdet alle brennen. Digga, chill doch mal! Digga, wisst ihr, was chill heißt? Aua! Wo ist? Ich weiß, ich glaube, die wissen nicht, was chill heißt, oder? Wo ist? Wir werden sterben, ist es dir auch klar? Boris, werden wir sterben? SOS! Wir sind an einer psychokranken Weih vom Freitag zum 13. Wir sind im Camp Crystal Lake. Uns jagen Michael Myers, Chucky und wer noch? Jason, oder? Jetzt regnet es! Genau! Das Witzige ist, ich habe eine Rohrbombe, ich habe eine normale Bombe, ich habe Molotows ohne Ende. Im Flugzeug müsste irgendwas noch liegen, ne? Oder wir warten jetzt einfach, bis wir schlafen können, oder? Ja, erstmal mein Haus. Das Witzige ist, in mein Haus sind drei Lampen.
Und noch eine Trophäe. Ich weiß, wo meine Trophäenwand hinkommt. Jetzt du lagerst dein Alkohol? Problem ist, ich erfriere nicht. Oh, Problem ist, ich erfriere doch. Vergiss, was ich sagte. Ach, halt's Maul. Ihr kommt eh nicht hier rein, ihr Loser. Ihr kommt hier niemals rein. Denken die das überhaupt, dass sie mal hier nicht mehr rein können? Oder riechen sie die Beine, die ich hier angeklebt habe? Guck mal nach, ob wir... Guck mal kurz nach, ob wir einschlafen. Oh, wir können noch nicht einschlafen. Boah, Hilfe, bei mir sind alle! Okay, bei mir ist ein Hauptmann auch am Start. Ich gebe mir hier kurz das hin. Ja, sogar die dich angegriffen haben, sind hier. Und wie geht's bei dir? Kannst ja gerne kommen vorbei. Ich versichere dir, es ist nicht psychokrank hier draußen gerade. Ich versichere es dir zu 100%, deswegen sehe ich auch so gar kein ekelhaftes Vieh, was hier ganz versucht reinzukommen. Ein kleines Bett würde sogar besser tun als das, was wir jetzt haben, oder? Ich glaube tatsächlich, das werde ich gleich bauen, wenn wir endlich schlafen können. Ja? Also so eine Echsenhaut. Ja, ich habe gerade Mutanten in Armern. Ich bin zur Hälfte Mutant. Ich bin einer von euch. Es wird jetzt schon tags. Aber die Frage ist, wieso können wir denn nicht schlafen, wenn es jetzt schon tags ist? Okay, während es schon tags langsam wird, baue ich jetzt erstmal mein aufräumen. Digga, die sind immer noch hier. Digga, wisst ihr nicht, wann Schluss ist? Wissen die mal, wann Schluss ist, Maurice? Digga, Mutant, verpiss dich! Ja, der eine ist bei mir. Und er vergewaltigt gerade meine Tür. Hat der eine Mutant gerade gestöhnt oder habe ich es gerade richtig gehört? Ey, ich schwöre, wenn du dich nicht von meiner Tür verpisst, dann nehme ich meine Kettensäge und komm zu dir. Oh, er ist tot. Pisst euch vor mein Haus! Kleiner Wichser! Wenn ich sage, pisst euch vor mein Haus, dann pisst ihr euch. Vor mir, ich pack einfach durch meine Tür. Na, wo seid ihr? Hä? Hinter welcher Wand seid ihr? Lasst euch!
Piss dich! Piss dich von meinem Haus! Das ist mein Grundstück! Meine! Meine! Nicht euer! Meine! Alle sind tot. Selbst die Mutanten. Ich hab alle umgebracht! Ich hab alle umgebracht! Oh Gott! Ups! Ich hab gar nichts gemacht. Moritz, falls du fragst. Okay, Mutanten sind tot. Was? Was hast du da gerade gesagt? Du vergewaltigst? Ich muss was essen. Ich muss was kurz essen. Ich soll dir folgen? Moritz? Soll dir folgen? Ach ja, den habe ich gerade gesehen. Maurice? Sollen wir jetzt Richtung Schneeland? Ich meine, wir sind ja eh schon fast. Wir sind eh schon fertig. Warum? Ja, ich komme schon. Ey, könnt ihr euch mal von meinem Haus verpissen? Hier liegen so viele Tote. Digga. Was ist hier in der Nacht passiert gerade? Kannst du es mir mal erklären? Oder war das einfach nur eine Nacht wie jede andere auch? Ist euch. Komm rein von. Nee, du, sonst kann ich hier nicht reingehen, ne? Ich bin dann. Ach hier. Ich schwöre, die Kettensäge wird vom Anfang bis zum Ende einfach meine Waffe werden, ne? Du hast mehr Platz als ich, wahrscheinlich wegen dem Hügel hier, oder? Aber irgendwas sagt mir, hier unten ist eine Höhle, kann das sein? Ja, irgendwo hier unten. Und wir gehen nie wieder unters Wasser, bis wir die Taschen aber haben, oder? Gehen wir weiter? Okay, ich habe nur was zum Trinken. Ich habe unten und Chicory. Ich habe Zähne. Ich habe Federn. Was kann ich mit den Federn machen? Oh. Aus Federn. Ah, witzig, kein Fall. Warte kurz. Hä? Was mache ich mit meinem Stock gerade? Ich bin jetzt einfach ein Indianer mit dem Stock geworden. Aber ja, wir können los. Bist du schon draußen? Ist da was Neues gespawnt? Weil ich habe die ganzen Medikamente mitgenommen, ne? Wenn du fragst. Ja, da liegt jetzt noch eine Medikamente. Wo denn? Wo genau? Hinten? Geil. Oh, wieso kann man eigentlich nicht in die Toilette, die offen ist? Okay, hier ist keine Medikamentenpackung bei mir mehr. Aber ich habe, glaube ich, sogar genügend für uns. Nimm Chicory mit. Sollen wir mal gucken, was da ist? Komm, wir gehen mal gucken. Richtung Schnee, okay. Seilbahn soll wohin? Ich glaube mal bis hierhin. Guck mal, bis hierhin.
Oder wir machen einfach bis zu diesem abbestimmten Wald. Und wir können ja Chicory mitnehmen, ne? Zum Nahrung, falls wir nichts mehr haben, oder? Aua, Vogelbär. Vogelbär. Ansonsten, wenn irgendwann mal nochmal ein Großangriff von diesen Scheiß-Kannibalen kommen, ne? Moris? Dann reicht's mir und dann komme ich persönlich, mache ich mir persönlich so viele Fallen. Ne? Ich habe keinen Stock mehr. Nein. Da hinten. Aber ich muss auch mal kurz auch gucken. Ja, kannst du mir gleich welche geben, wahrscheinlich. Vielleicht. Wenn wir wieder da sind. Wahrscheinlich für ein paar Sachen brauche ich noch einen Stock. Ich brauche noch für mein Baumlager. Ein Leguan. Eine Echse war das. Ich habe keine Äste, ich habe noch ein Seil, habe ich. Ein einziges. Muss ich das Seil aufheben? Ja. Und muss ich das Seil aufheben? Wie viel hast du noch von Seil? Okay, das heißt, meins kann ich auch noch aufheben, aber noch. Was denn? Erstmal Bock auf gebrochenes Bein. Okay, ich glaube, dass mein gebrochenes Bein kann auch in 7 Days passieren, oder? Das Witzige ist, da wo ich war, da gab es wenigstens Weg runter. Oh, hier ist Wasser, Maurice. Wir könnten nach einer Schildkröte jetzt gucken.